Und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon mit dem Wamsi Michel mit dem Durchschnittswert von 77. Damit könnte man auf jeden Fall den World Tour Wert bei Team Bike Aid nochmal nach oben bringen für die neue Saison. Vielleicht sollten wir den Wamsi Michel dort einfach auch nochmal verpflichten. Wir sind in unserem Lieblingsrennen am Start, auch wenn das jetzt holprig war. Canmore, da können wir immer mehr in Canmore. Natürlich, und da ist die Welt halt manchmal auch ein bisschen durchlässig. Da fällt man schon mal durch den Schnee in die endlosen Weiten des Weltalls. Also der schöne Canmore-Bug, den es hier gibt. Wir haben ein mittleres Wetter und es schneit. Und ich habe meine Hausaufgaben natürlich gemacht. Ich hoffe, ich habe sie gemacht. Das waren die hier, oder? Muss ich gleich mal fragen. Aber ich glaube ja. Also fester Ultra-Speed für minus 1 bis minus 12. Zum Glück bin ich ja erst minus 34 Jahre alt. Wir sind Zweiter im Weltcup hinter Nikita Lobastov. Und dann gehen wir direkt mal rein. Es schneit hier wunderschön. Wir setzen uns an die Spitze. Vorne geht es direkt in den steilen Anstieg rein. Nach dem Schießstand dann. Bin mal gespannt, ob der Bug kommt oder ob wir das hier durchziehen können. So, Nikita Lobastov legt da vorne aber erstmal einen guten Start hin. Der hat richtig Bock. Nikita Lobastov. So, Arndt Peiffer hat ja einen Weltcup jetzt mal gewonnen. Sehr gefreut für den Deutschen. Peiffer mit 3F. Kennt man noch aus der Feuerzangenbowle. Peiffer war das natürlich. So, hier ziehen wir einfach mal knallhart durch, glaube ich. Da könnte man auch nochmal in die Stefan Hocke gehen. So, Canmore, wie gesagt, der Canmore-Bug, den ich jetzt, glaube ich, in 3 oder 4 Rennen bislang nur ein einziges Mal hatte. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr gespielt, seitdem ich mit Finn aufgenommen habe. Also mein Training ist nicht vorhanden. Das ist halt immer wieder so. Dann habe ich wieder eine Woche Pause, weil ich ja immer nur am Wochenende normalerweise aufnehme. Jetzt aktuell kann ich ja auch unter der Woche aufnehmen. Wegen des Lockdowns. Deswegen versuche ich jetzt auch relativ viel zu schaffen, damit ich auch einfach mal im Rhythmus bin. So wie ihr das wahrscheinlich ja auch meistens seid, weil jetzt zockt das ja durchaus häufig. Was ich so auf dem Discord-Channel sehe. Und einige von euch spielen das ja sogar auf Insane, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Auf dem Discord-Channel haben wir auch vor kurzem gepostet, dass es ein Spendenziel gibt des Entwicklers. Also der Multiplayer soll dort integriert werden und vor allem natürlich auch nochmal der Karrieremodus leicht verbessert. So, wir kommen zum Schießstand. Cursor auf dem Popo. So. Uah, wackelig, aber immerhin nicht besonders schnell geschossen. Da sehen wir Doherty mit 3 Fehlern, war deutlich schneller. Herzlichen Glückwunsch an ihn. So, nein, ich will Erster sein bei der Zwischenzeit. Ha, Kalili kommt noch mit. 0,2 Sekunden, Nikita Lobastov auch noch an unserer Seite. Jetzt müssen wir hier rein sprinten. Nur so, dass wir mithalten können. Da nimmt er jetzt auch raus, dann machen wir das auch. Sparen dann hier ein bisschen Energie. Jetzt haut er noch mal ein bisschen rein. Und dann nehmen wir lieber ein bisschen Schwung mit hier in die Abfahrt. Und gehen in die Stefan Hocke, die Bekannte. So, also erstmal 0 geschossen. Abstände nach hinten. Naja, geht noch. Letzter werden wir hoffentlich nicht mehr. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich alles falsch schießen. Bin mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergeht. Meine Schießskills sind nämlich nicht besonders gut. Die waren eigentlich ganz gut, aber da habe ich halt auch in einer einzigen Session durchgerockt. Und da hatte ich, glaube ich, in der ersten Saison ja 92% waren es. Das war eigentlich nicht verkehrt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. So, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wieder anders aus. Weiter weiß ich nicht, aber das war doch immer so ein beliebtes Kinderlied. So, nochmal hier der Sprint rein und dann kommen wir auch schon wieder ins Schießstadion von Canmore. So, also Canmore, es gibt in jedem Biathlon-Spiel eine Strecke, wo einfach der Bug ist. Der Antholz-Bug, der Canmore-Bug. Aber der Wamsi Michel, vielleicht kann er da ja dagegen wirken. Sehr gut. Na geht doch. Ich mache mir einfach überhaupt keine Hoffnung mehr.
Lasse alle Hoffnung fahren und dir wird Hoffnung widerfahren oder was, keine Ahnung. Schön die Null geschossen, aber die Kollegen denken sich, nee, komm, das gönnen wir dem nicht. Kalili, Lobastov, Streltsov und Claude, alle mit der Null. Cheng, der Chinese, mit 2 Fehlern. Worobei ebenfalls mit 2. Vorsprung 2,2 Sekunden. Wir haben uns aber schon ganz gut einen Vorsprung rausgefahren. Rausgelaufen. Wie gesagt, ich bin noch im Bike-Aid-Jargon drin. Deswegen gehe ich hier auch aus dem Sattel, wenn irgendwas ist. Wenn ich attackiere, jetzt gehe ich richtig aus dem Sattel. Und dann lasse ich es in der Abfahrt rollen. So, wäre bitter, wenn jetzt der Kenmore-Bug natürlich hier reinballert. Jetzt, wo wir gerade in Führung liegen und zweimal die Null geschossen haben. Ich würde das knallhart in der Aufnahme drin lassen, nur um zu beweisen, dass ich auch mal was kann. So, wunderschöne Winteratmosphäre. Sind wir schon wieder in Kroatien gelandet, in Split. So, Olaf Scholz hat irgendwas gesagt, sehe ich gerade. NTV meldet das. Ist mir jetzt egal. Ich will nichts mehr wissen, habe es ja auch in einer Bike-Aid-Folge schon gesagt. Jetzt, wo der Lockdown da ist, jetzt werde ich erstmal die Nachrichtenlage so ein kleines bisschen ignorieren. Nicht, kann man ja auch nicht ignorieren, aber so ein kleines bisschen runterfahren, dieses Nachrichtenlevel. Ich muss nicht mehr jede Pressekonferenz sehen, wo irgendeiner irgendwas zum Impfstoff erzählt. Ich werde es schon mitkriegen, spätestens wenn ich die Nadel im Arm habe. So, drittes Schießen. Der Wamsi Michel kommt als erstes mit einem komfortablen Vorsprung, geht zum Stehenschießen. Boah, es wackelt aber jetzt auch heftig. Und ruckelt vor allem auch noch. Sehr unschön. Boah, trotzdem noch die Null geschossen. Aber das war sehr heftig. Jetzt hat mein Rechner gerade auch sehr, sehr laute Geräusche gemacht. Weiß nicht genau, was da im Hintergrund. Ich habe eigentlich wieder alle Uploads und so weiter weggemacht, damit ich hier ruckelfrei spielen kann. Wir gehen auf jeden Fall mit dem Führenden auf die Schlussrunde, haben auch noch ein ordentliches Ende, also nicht auf die Schlussrunde, aber auf die vorletzte Runde besser gesagt. So, dann hängen wir uns hier mal mit dran an ihn. Ich glaube, jetzt beschleunigt er immer nochmal. Lassen ihn mal vorlaufen, dann können wir nämlich hier die Innenbahn nehmen. So, minus 5 Grad, alles ein bisschen enger zusammengerückt durch unser langsames Schießen natürlich auch. Das war nicht optimal. Aber trotzdem spannendes Finale jetzt hier im Massenstart von Kenmore. Alter, warum ist er so schnell? Minus 6 Grad, also das Rennen, es wird immer kälter. Warum bist du denn so schnell unterwegs? Mach doch mal halblang. Gönn mir doch auch mal was. So, jetzt mal schauen, was der Kollege hier alles reinballern kann. Mal nicht so viel wie wir. Ja, ist auf jeden Fall, der hängt uns noch am Popo. Jetzt rein in die Abfahrt und dann bitte nochmal die Null schießen und vor allem relativ sicher und schnell. Das ist natürlich immer die Hoffnung. So, ein bisschen konnten wir uns jetzt wieder absetzen. Ist aber nur ein minimaler Vorsprung, den wir da haben. So, Kalili gegen Wamsi. Der Rest kommt auch gerade. Na! Fick die Henne. Der letzte. Weil ich da so weit rechts rüber musste. Schade. Das wird dann wahrscheinlich dann doch nur der Mittelfeldplatz. Da laufen jetzt einige durch. Nikita Lobastov ist da gerade vorbei. Wir sind Vierter, glaube ich. Fünfter. So, 6,5 Sekunden sind's. Wir haben aber noch ein gutes Energielevel für die Schlussrunde. Das sah schon deutlich schlechter mal aus. Wobei die da vorne trotzdem... Ja, guck mal, jetzt kann er es hier bis ganz oben hin durchziehen. Sonst macht er das nie. Schon auch irre, was die für Kräfte haben in der Schlussrunde. Aber wir sehen sie da vorne noch. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was gut machen. Hinter uns ist allerdings noch ein Kollege da.
So, mal schauen. Da vorne sehen wir noch alle schön aufgereiht. Aktuell der 5. Platz für den Wamsi Michel mit dem einen Fehler dort. Zum Abschluss haben wir es dann doch leider nochmal vermasselt. Hinter uns Florent Claude. Was war das gerade? So, da vorne müssen wir jetzt nochmal hochsprinten. Florent Claude natürlich wieder mit mehr Energie als wir. Können da jetzt innen allerdings nochmal ein bisschen was gut machen. So, ab in die Stefan Hocke, dann geht es da vorne geradeaus ins Ziel. Kann man, glaube ich, nicht komplett dann durchsprinten, leider. So, mal schauen, der 5. Platz oder doch nur der 6. Platz. Komm schon, Junge, zieh durch. Ach, leck mich doch am Zuckerli. Dann wird es nur der 6. Platz für den Wamsi Michel. Ein Fehler geschossen. Schade, schade. Ich glaube, da können wir dann auch direkt mal skippen. Der eine Fehler war es dann zu viel, 10,1 Sekunden Rückstand. Wir hätten es trotzdem nicht gewonnen, weil wir läuferisch einfach auch nicht so gut sind wie Kalili und Streltsov und vor allem, weil wir zu langsam schießen. Daran wird es wahrscheinlich noch viel eher liegen. 12,8 Sekunden sind wir in der Laufzeit hinter Eremin gewesen. In der Shooting Time, da wollen wir gar nicht drüber reden, 14,8 Sekunden. Da muss ich mich, wie gesagt, erst wieder ein bisschen warm schießen. Bräuchte vielleicht auch mal warme Hände dafür. Wäre auch ganz nice. Wir lüften hier nachts im Schlafzimmer immer so viel. Und wenn ich mich dann morgens hier hinsetze, friere ich mir immer den Fips weg. So, also der Wamsi Michel immerhin 6. geworden. Deutschland in der Staffel auf Platz 3. Im Ibo Cup holt sich Michal Kretschmar, wie auch immer, den Sieg. Erik Lesser auf der 2. Simon Czemp 12. Philipp Horn auf der 15. Und im Juniors Cup, wo wir ja letztes Jahr noch dabei waren, dort gewinnt Clemen Bauer. So, in Canmore geht es dann jetzt in den Sprint. Zwei Rennen haben wir immerhin schon gewonnen. Mal schauen, wie es denn jetzt insgesamt aussieht. Der Total Score, da sind wir dann auf den 3. Platz zurückgefallen. Karim Kalili ist dort an uns vorbei. Kirill Streltsov ist natürlich der größte Konkurrent. 279 Punkte hat er, wir 296. Aber die Saison ist noch relativ jung. Da wird es noch einige Verschiebungen geben. Und dann würde ich sagen, wir haben warmes Wetter und es schneit. Das wäre dann auch wieder faster Ultra Speed. Die hier waren das mit dem plus 10. Genau. So, dann gehen wir rein in den Sprint. Diesmal läuft die Konkurrenz auch nicht direkt mit. Im Sprint ist natürlich trotzdem Schießen, schnelles Schießen nicht ganz unwichtig. Im Einzel können wir uns da echt Zeit lassen. So. Und Blumsi ist wieder am Start. Ne, diesmal sind wir gar nicht geplumst. Dafür schießen wir jetzt aus dem Häuschen raus. Da vorne geht es direkt in den Anstieg rein. Semenov, Kalenko und Lapschin, der immer so schnell schießt. Allerdings ist da immer mal ein Lapsus bei ihm mit dabei. Ein Lapschuss. Ha! Ein Lapschuss, total witzig. So, Seppele. Am Schießstand unten. Nicht die Null. Streltsov hat die Null geschossen. Ausgerechnet Streltsov. Unser größter Konkurrent jetzt erstmal. Auch Porschnev jetzt am Schießstand. So, einmal kurz am Kopf gekratzt und fast in die Wand reingefahren. So, Seppele muss einmal in die Strafrunde. Porschnev mit der Null. Dann Worobjov unten. Worobay. Natürlich nicht unser guter Worobjov von Team Bikegate. Macht momentan so viel Spaß, Bikegate zu spielen. Heute Morgen jetzt mit Paris Nizza und Tirreno Adriatico angefangen. Macht einfach so viel Bock. Richtig Bockelmann. So, 2 Grad Celsius. Wir kommen ins Schießstadion. Achso, ja, scheiße, der Sprint, ne? Sehr viel Energie gespart jetzt auf der Runde. Läuferisch war das nicht gut. Okay. Warum ruckelt das immer? Total ärgerlich. So, und jetzt sprinten wir natürlich alles durch. Sorry. Da bin echt so ein bisschen, häng so ein bisschen durch nach Bike 8 gerade.
So, die Null geschossen, aber das wird jetzt erstmal keine gute Zeit. Naja, 1,7 Sekunden nur Rückstand. Eigentlich ganz gut, dann haben wir jetzt noch richtig viel Energie. Können hier komplett durchsprinten und müssen uns da jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. So, ganz kurz Energie sparen und dann können wir hier wieder reinsprinten. Also läuferisch erstmal alles in Ordnung. So, mal schauen. 1,1 Sekunden haben wir läuferisch sogar ein bisschen was gut gemacht. Sprinten wir hier direkt weiter. Nordgren mit der 0. Porschneff jetzt mit 2 Fehlern. Seppele auch mit einem. Erstmal ein bisschen Energie sparen für hier vorne. Da geht dann wieder der Sprint los. So, jetzt haben wir auch schön Energie verballert. So, das zweite Schießen steht an. 3 Grad Celsius. Es ist nicht so warm, wie man es vielleicht erhofft hätte. Aber unsere Skier sind trotzdem eigentlich ganz gut. Da sind das gelbe und das rote Trikot sind gerade am Schießstand. Also die Creme de la Crematorium hier dabei. Warum wackelt das wieder so? Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Immer dieser letzte Scheißschuss. Wie ärgerlich. Mega ärgerlich. So, versuchen hier schnell durchzukommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden circa immer kostet das Ganze. Mal schauen, dann sind wir jetzt auf den 5. Platz zurückgefallen. Scheiße. So, schaffen wir den kompletten Berg? Ich glaube nicht. Da verlieren wir auf der Schlussrunde auf jeden Fall wieder ein bisschen was. So, ach verdammt, wie ärgerlich. So, da ist wieder Bennys zu Hause. Wohnt im Kornspeicher. Verdammt. Also wir schießen ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, nicht besonders schnell, aber das kommt, wie gesagt, dann immer mit der Zeit. So, da hinten müssen wir zum Glück nicht mehr hin an den Schießstand. Das haben wir erstmal hinter uns. Wir ziehen hier weiter durch. Mal schauen, wie das dann hier vorne bei der nächsten Zwischenzeit aussieht. Sind wir auf dem 5. Platz aktuell. Können wir sogar nochmal hochsprinten. So, viele Anstiege gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt heißt es nur noch geradeaus durch. Und jetzt nochmal sprinten. Und nochmal rausnehmen. Und nochmal sprinten. Und der Wamsi Michel ist im Ziel und hat dann doch noch einen Platz verloren. Aber nur 4,5 Sekunden, diese eine Strafrunde. Wenn wir die Null geschossen hätten. Sagt sich natürlich immer so leicht, aber es war jetzt jedes Mal der letzte Schuss und Florent Claude kommt auch noch rein und der schießt die Null. Dann 9,1 Sekunden, der hätte uns dann trotzdem noch geschlagen. Mal in den Broadcast-Mode rein und schau mal, wer da noch so alles reinkommt. Dann sind wir nur noch Achter. Tero Seppele mit 2 Fehlern, dann sogar nur noch der 9. Platz für den Wamsi Michel. Fang Ming Cheng mit 7 Schießfehlern. Einer fehlt noch, die Top 10 sind auf jeden Fall für uns gesetzt und leider kommt dann auch noch, ich glaube Live Nordgren war das jetzt gerade, der da noch reingekommen ist. Also unsere Laufleistung, naja, wahrscheinlich war es trotzdem eher wieder die Schießleistung, die viel zu langsam war. Skitime immerhin der 6. Platz mit 7 Sekunden Rückstand. Shooting Time, gut, waren wir besser, 9 Sekunden. Sehr ärgerlich. Der letzte Schuss, der letzte Schuss, normalerweise ist das ja der goldene Schuss. In dem Fall war er jetzt nicht mal Silber oder Bronze wert. Ganz, ganz schade so. Das Elend hat gewonnen. Elend Bjøntegaard holt sich den Sieg im Weltcup vor Artjom Prymer. Maxim Zvetkov auf der 3. Die Deutschen, Benedikt Doll immerhin auf der 7. Michi Kreis auf der 10. Johannes Kühn auf der 12. Und Johannes Dahle, letzter. Johannes Bö und Taibö
immerhin noch Fünfter und Sechster geworden, nicht fehlerfrei durchgekommen, daran lag's. Und die anderen Ergebnisse sind jetzt, glaube ich, erstmal nicht ganz so interessant. Also, naja, war ein okay Start. Kann besser werden, kann schlechter werden. Mal schauen, wie es weitergeht. In Canmore geht es dann jetzt in die Verfolgung. Die Abstände sind nicht wirklich groß. 9 Sekunden, die können wir noch aufholen in der nächsten Folge. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Das Wetter wird wieder mittelmäßig werden. Aber immerhin schneit es mal nicht. Das ist, glaube ich, ganz gut fürs Ruckeln, weil das ruckelt eigentlich meistens nur, wenn auch der Schneefall ein bisschen da ist. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal, wenn der Wamsi-Michel wieder versucht, irgendwelche Scheiben zu treffen.